Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin Tobias von Yoga Previ und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Namaste. Dieses Video habe ich für dich zusammengestellt, um zwei Eigenschaften in unserem Körper zu erfahren. Das eine ist Kraft, besonders im Schulterbereich. Wir werden uns also mit Übungen stärken, die Schultern mobilisieren und ihnen Stärke und Kraft schenken. Das andere sind die Hüftgelenke, also die zweiten großen Gelenke unseres Körpers. Den schenken wir ein Gefühl von Weichheit oder Durchlässigkeit, um so die ganzen Bewegungen, die wir im Alltag machen, also das Gehen, das Treppensteigen, das Fahrradfahren, das Rennen, was auch immer du im Alltag machst mit den Beinen, dass sich das am Ende geschmeidiger und weicher anfühlt. Also eine Kombination aus Kraft in den Schultern und Entspannung oder Beweglichkeit in den Hüftgelenken. Das werden wir in verschiedenen Asanas durchexerzieren. Jeder Tag ist sicherlich anders, besonders für die Hüftgelenke. Nimm also bitte wahr, wie es dir heute geht, wie weit du mitgehen möchtest. Und wenn du Seitenunterschiede merkst zwischen rechts und links, ist das besonders in den Hüftgelenken auch durchaus normal, dann respektier das bitte. Das, was heute da ist und deine Möglichkeit, die du hast. Ich wünsche dir viel Freude beim Mitmachen in diesem Video. Lass uns beginnen und die Matte ausrollen. Uns erwartet jetzt zunächst eine Sequenz im Liegen, in der wir die Hüftgelenke vorbereiten und mobilisieren werden, gehen dann weiter in Bewegungen im Vierfüßler, widmen uns dort den Schultern, deren Mobilität, aber auch deren Kraft und führen dann alles zusammen in einer Standsequenz, die lebendigen, beweglichen Hüften mit den Schultern, die uns stützen. Lass uns jetzt zunächst weitermachen im Liegen auf dem Rücken. Gut, wenn du dich hingelegt hast, dann lass uns einen Moment kurz innehalten. Wenn das den Augen gut ist, dann schließ sie sanft und komm erstmal auf der Matte an. Nimm sie als das an, was sie jetzt ist, ein Werkzeug für deine Übungspraxis, aber auch ein symbolisches Zuhause für diese Zeit, in der wir gemeinsam auf ihr Yoga praktizieren werden. Es ist deine Yogamatte. Und wenn du vorstellst, du hast so einen inneren Blick, den du jetzt öffnen kannst, dann lass den in deine Rückseite schweifen, diesen Blick, und nimm Berührungen zu der Yogamatte unter dir wahr. Und immer wenn du eine dieser Berührungsflächen siehst, dann nimm dir Zeit und beobachte, ob diese Fläche größer werden kann. Also lass dich zur Yogamatte sinken. Dort unter dir zu spüren, dass die Yogamatte dich trägt. Sie schenkt dir Halt und Sicherheit. Sie trägt dich und stützt dich jetzt von unten. Und vertraue dich noch einmal dieser Stütze an. Lass dich tragen. Dann bring den Blick zur Atmung, um sie dort bewusster zu empfangen. Schenke dir die Möglichkeit, dass dein gesamter Körper am Atmen teilhaben kann. Also beginn daher die Atmung ein wenig zu verlängern, zu verfeinern. Und dann stell dir vor, dass die Ausatmung nach unten fließen kann, Richtung Erde. Dann noch einmal Anstrengungen, Anspannungen an die Erde ausatmest, dich mit der Matte verbindest und dass dann die Einatmung nach oben fließen kann in die Vorderseite deines Körpers, um dort eine innere Leichtigkeit zu entdecken. Ja, nochmal tief atmen, nach unten ausatmen, nach oben einatmen. Widme dich wieder deiner Körpererfahrung
Spür den rechten Fuß aufgestellt und leg das linke Bein zur Erde ab. Jetzt, ohne dass du das rechte Knie greifst, bitte ich dich einfach, das Knie ein Stück an den Brustkorb heranzuziehen und dir vorzustellen, das Knie ist ein Pinsel und du malst mit diesem Kniepinsel jetzt Kreise in die Luft. Immer so ganz kleine Kreise. Und lass mit jedem Kreisen den Durchmesser größer werden. Ja, und stell dir vor, dass die Bewegung, dass du sie nicht willentlich von außen initiierst, sondern dass sie aus dem Hüftgelenk selbst entsteht. Das möchte sich jetzt bewegen, es entdeckt die Bewegungsmöglichkeiten. Also immer größer kreisen. Diese Bewegung entsteht aus dem Hüftgelenk selbst. Weniger aus dem Kopf oder aus der Kontrolle oder Führung des Kopfes, sondern aus dem Körper selbst. Wird immer größer. Lass dein Becken mitschwingen nach rechts und links. Mal ganz groß kreisen, mal weit nach rechts Richtung Erde, mal nach links Richtung Erde. Dann kannst du spüren, dass dein Becken mitschaukelt und der untere Rücken sich mitbewegt. Alles kann hier teilhaben in der Mitte des Körpers. Und dann wechsel die Drehrichtung. Übrigens, wenn es mal knackt und rumpelt im Hüftgelenk in diesen Kreisbewegungen, ist das durchaus normal. Es ist meist immer in der ähnlichen Position, wenn du mit dem Kreis bewegst. Und dann kannst du ja, vielleicht das ein bisschen anders gestalten, wenn es dich stört, dass es ein weniger rumpelt. Es sind im Grunde große Sehnen, die übereinander springen. Und lass diese Kreise wieder kleiner werden. Und immer kleiner und kleiner und kleiner. Bis du wieder ankommst. Gut, jetzt greif nur mit der rechten Hand das Knie. Dreh den Unterschenkel so, dass er paralleler kommt. Also das Knie nach rechts zeigt, der Fuß mehr nach links zeigt. Dann kann die linke Hand den Fuß greifen. Sprunggelenk oder der Außenkante oder da, wo du gut greifen kannst. So, jetzt schieb mit der rechten Hand dein Knie ein Stück nach vorn, zieh mit der linken Hand den Fuß zu dir heran. Und dann kannst du sicherlich spüren, dass andere Muskeln und andere Muskelfasern um das Hüftgelenk herum sich zu dehnen beginnen. Und jetzt such dir Bewegungen aus und geh wieder auf diese Entdeckungsreise, wo du was mobilisieren kannst, wo sich Fasern dehnen können und strecken können. Diese Bewegungen, die können nach vorn sein mit dem Unterschenkel. Du kannst ihn aber auch mal heranziehen an den Brustkorb. Mal das Knie weit nach rechts bringen, vielleicht sogar nach rechts aufsetzen, wenn du dich nach rechts rollst. Oder mal den Fuß nach links aufsetzen, wenn du nach links rollst. Also spür, was an Bewegungen möglich ist. Und denk einfach nicht von außen, sondern lass es aus sich selbst heraus entstehen. Ganz kreativ. Such dir immer wieder Fasern, die sich dehnen dürfen. Okay, jetzt greif nur mit der rechten Hand, und zwar die Außenkante deines Fußes. Dann orientiere die Fußsohle Richtung Himmel nach oben. Und jetzt schieb einmal den Fuß dort hoch nach oben. Dann spürst du sehr gut, dass Dehnungen entstehen im Bein, in der Beinrückseite. Und jetzt zieh das rechte Knie nach rechts runter Richtung Erde, während gleichzeitig die Fußsohle noch hoch zeigt. Das sind andere Dehnungen jetzt in der Oberschenkelrückseite. Ja, nochmal den Fuß hochschieben und wieder heranziehen das Knie. Mach das ein paar Mal. Gut. Und dann komm wieder zurück, wieder den Unterschenkel parallel. Jetzt stell den linken Fuß bitte auf. Und greif mit beiden Händen unter diesem Dreieck hindurch, also unter dem rechten Unterschenkel hindurch. Dann zieh das gesamte rechte Bein und den Unterschenkel weiter zu dir heran. Greif mit den Armen einmal von unten deinen Unterschenkel
Und leg den Kopf sanft wieder zurück. Wenn es nicht geht, vielleicht hast du ein Kissen in der Nähe, um den Kopf abzulegen. Beide Arme ziehen den rechten Unterschenkel zum Brustkorb heran. Spür die Intensität der Dehnung. Und probier dein Kreuzbein im Becken wieder abzulegen. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, dann schieb die linke Ferse wieder weg. Also leg dein linkes Bein wieder zurück zur Erde. Dann atme in die Dehnung. Und dann löst bitte auf, stell beide Füße auf und schüttel die Beine ganz locker aus, sodass du alle Anspannung wieder rausschüttelst. Dann leg dein rechtes Bein zur Erde ab, zieh das linke Knie ein Stück heran und beginn erstmal so ganz kleine Kreise mit dem Knie. Wie ein Pinsel, der einen Kreis zeichnet. Dann kannst du gut die Bewegung wahrnehmen, die im Hüftgelenk entsteht und dort initiiert wird. Und von dort so kann die Bewegung größer werden, kann der Kreis größer werden. Wird immer größer, immer lebendiger. Lass im Becken peu à peu mitschaukeln. Und stell dir vor, dass das alles aus dem Hüftgelenk selbst initiiert wird. Das ist der Wunsch deines Körpers, sich zu bewegen. Nicht die Kontrolle des Geistes. Wird ganz groß, maximal groß. Und wechsel dann die Richtung. Auch hier nochmal ganz groß kreisen. Weit nach links außen, weit nach rechts außen. Und dann werde immer wieder kleiner mit den Kreisen, bis du letztlich wieder in der Mitte, im Mittelpunkt ankommst. Und wenn du dort angekommen bist, dann greif mit der linken Hand dein Knie, mit der rechten Hand den Fuß, vielleicht am Sprunggelenk oder an der Außenkante der Fußsohle. Jetzt drehe dein linkes Hüftgelenk auswärts, dann zeigt das Knie nach links, der Fuß nach rechts. Nimm da Dehnungen wahr in der Muskulatur um das Hüftgelenk herum und spiel mit diesen sanften Dehnungen, indem du Bewegungen suchst. Ja, mal das Bein, den Unterschenkel weiter ranziehen, mal weiter wegschieben, mal das Knie weit nach links, vielleicht sogar da aufsetzen, und mal den Fuß weit nach rechts, eventuell dort aufsetzen. Probier dich aus, sei kreativ. Gut. Dann greif mit der linken Hand die Außenkante deines Fußes, schieb die Fußsohle Richtung Decke hoch und spür Dehnungen, die du der Beinrückseite schenkst. Und dann die Gegenidee, die Fußsohle zeigt nach oben, aber du ziehst das Knie nach links runter Richtung Erde. Nimm da Dehnungen wahr, probier das ein paar Mal, den Fuß weit hochschieben und das Knie weit nach unten ziehen. Okay, dann greif wieder mit der rechten Hand den Fuß, mit der linken Hand das Knie. Stell den rechten Fuß bitte auf. Und jetzt greif mit beiden Armen unter dem Unterschenkel hindurch. Wenn du die Arme anwinkelst, ist das wie so eine Möglichkeit, dich mit dem Unterschenkel zu verbinden und ihn weiter ranzuziehen. Vielleicht gelingt es, den Kopf wieder abzulegen. Nimm die Dehnung wahr, die im linken Oberschenkel entsteht, besonders in der Rückseite. Wenn du da ein bisschen mehr Dehnung möchtest, zieh entweder den Unterschenkel weiter zum Brustkorb und oder schieb die rechte Ferse von dir weg und leg dein rechtes Bein nach vorn.
Atme in die Dehnung. Nochmal tief durchatmen, bitte. Und dann löst bitte wieder auf, stell beide Füße auf und schüttel die Beine aus. Ganz, ganz locker. Oder hinter Becken ein Stück nach oben, auch das mal locker ausschütteln. Wenn du das Becken wieder absetzt, dann zieh beide Knie in den Oberkörper und kreis mit beiden Knien, während die großen Zehen zueinander finden. Also ganz weiche, elastische Bewegungen, zwischendurch einen Richtungswechsel. Dann führe beide Knie wieder zueinander an deinen Oberkörper. Umarm beide Knie für einen Moment. Umarm dich einen Moment. Und komm dann bitte hoch über den Sitz zum Vierfüßler. Und finde dort Bewegungen. Einmal für den gesamten Körper. Auch relativ wichtiger, wie es sich von innen anfühlt und weniger wichtig, wie es von außen aussieht. Ja, dass so schöne schlängelnde, reikelnde Bewegungen entstehen hier. Gut, dann komm im Vierfüßler an. Tauche den Schultergürtel ein, sodass die Schulterblätter sich hinter dem Rücken zueinander schieben, dein T-Shirt festhalten. Und jetzt schieb dich aus den Schultern heraus nach oben. Dehn dein T-Shirt in der Rückseite zwischen den Schulterblättern auf. Mach das ein paar Mal. In den Brustkorb eintauchen und nach oben schieben. Und dann beginnen wir den Schultern zu kreisen. Oder falls das in der Koordination eher schwieriger ist, dann einfach die Schultern nochmal durchreikeln. Ganz nach eigenem Gusto. Und bitte dich dann wieder anzukommen, neutral, also nicht ganz in den Schultergürtel einzutauchen, dich aber auch nicht ganz rauszuschieben, eher so eine Mitte zu suchen. Dann stell die Füße bitte auf und jetzt drücke die Füße sanft nach unten in den Boden. Fächer die Finger auseinander, bitte ganz breit zwischen den Fingern. Dann drück die Hände mit den Fingergrundgelenken bewusst nach unten und zieh die Knie ein kleines Stück nach oben hoch, sodass sie den Boden verlassen. Jetzt spüre die Kraft deines Körpers. Von den Händen in die Arme, in die Schultern, in den Rücken, den Rumpf, über die Beine, in die Füße nach unten. Alles ein kraftvoller Bogen. Atme. Beweg nochmal die Schultern. Kreisen oder einfach hoch und runter schieben. Gut, dann komm wieder an, neutral, lass die Knie noch gehoben. Für dein Gesäß Richtung Fersen, komm an die Oberschenkel heran und jetzt streck dich ganz langsam hoch in den abwärts schauenden Hund. Bleib nah an den Oberschenkeln, schieb die Hände nach vorne runter an den Boden, streck die Achseln, schieb die Flanken hoch, zieh die Sitzbeine hoch und jetzt ganz langsam die Fersen senken und die Beinrückseiten ein bisschen mehr strecken. Atme, spür Kraft im Körper. Spür die Dehnung im Körper. Und dann roll nach vorne den hohen Liegestütz. Auch hier ankommen, einmal mit dem Becken ein bisschen höher und tiefer kommen. Mal abwechselnd auch nach vorne und nach hinten schieben. Dann schieb dich in der Tendenz ein bisschen mehr nach vorne und dann leg die Knie ab, leg dein Brustbein ab, leg dein Becken zur Erde und dann schieb dein Steißbein zurück, roll die Schultern weich zurück und räkel und schlängel dich mal sanft hoch in eine kleine, angenehme Cobra-Position, wo ich ein bisschen räkel, noch nach rechts und links. Spür den Rücken, wie er sich bewegt. Und dann komm in der Mitte wieder an, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann such hier auch Bewegungen, die schön sind, die dich durchmobilisieren, durchbewegen. Und dann wandere mit den Füßen nach vorn Richtung Hände, komm in die Vorbeuge, eine weiche Vorbeuge nach unten, lass die Knie sanft gebeugt, entspann den Oberkörper nach unten. Und dann such dir so kleine Mikrofederbewegungen mit dem Oberkörper aus, immer so ganz weich nach unten federn.
Das ist eine sehr schöne elastische Bewegung für die Muskelfaserketten der Körperrückseite. Dann lass die Bewegung ausschwingen. Dann kommen die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Stützt die Hände an die Beine, schiebt die Hände gegen die Beine nach hinten. Das streckt den Rücken ein bisschen länger. Auch hier nochmal so kleine Bewegungen suchen. Und dann beug die Knie etwas mehr und komm in die Hocke. Heb in der Hocke die Arme nach oben. Sei hier kraftvoll. Streck die Achseln lang nach oben. Mal mit dem in der rechten Seite, mal mit der linken Seite. So zieh dich über die Fingerspitzen nach oben hoch. Und dann streck beide Arme noch einmal lang aus. Und jetzt zieh dich langsam nach oben in den Stand. Streck dich ganz hoch nach oben. Und drück die Füße nach unten. Wachs noch einmal ein bisschen mit den Fingerspitzen ein bisschen höher. Und dann bring die Hände vor das Herz. Beug die Knie ein wenig an. Tauch mit den Händen Richtung Knie an. Und komm über vorn zurück nach oben hoch in den Stand. Streck dich ganz aus. Breite die Arme aus. Beug die Knie an. Verneig dich vor dir nach unten. Entspann die Schultern, die Arme, den Nacken. Die halbe Vorbeuge. Streck dich nach vorn. Verlängere den Rücken nach vorn. Und dann schmelzt zurück in die ganze Vorbeuge nach unten. Dann setz den rechten Fuß einen großen, großen Schritt zurück nach hinten, einen Ausfallschritt nach hinten. Jetzt lass dein Becken ein bisschen tiefer sinken. Und wenn du einatmest, dann stell dir vor, du ziehst die Füße aufeinander zu. Du würdest also die Yogamatte so ein bisschen zusammenschieben mit den Füßen und falten. Dann spürst du Kraft in den Beinen, zieh diese Kraft zum Becken und heb in der Einatmung das Becken ein bisschen an. Wenn du ausatmest, lass dein Becken wieder tiefer sinken und stell dir vor, du dehnst die Matte, du schiebst die Füße sanft auseinander. Dann mit dem Einatmen Füße zueinander ziehen, die Matte falten. Mit dem Ausatmen die Füße wegschieben, die Matte dehnen. Einatmend das Becken nach oben, während die Füße zueinander ziehen. Ausatmend das Becken tiefer, während die Füße wegschieben. Nochmal eine Idee. Einatmend das Becken ein bisschen höher. Und ausatmend ein bisschen tiefer das Becken absenken. Bleib kurz hier. Atme in die Dehnung. Probier die Innenseite des rechten Oberschenkels wieder ein bisschen mehr zu strecken, nach oben zu ziehen. Und dann kommt zurück, abwärts schauender Hund. Atme aus, einatmend in den Katzenbuckel, die Knie absenken, zum Pferderücken fließen. Ausatmend zur Position des Kindes eintauchen. Einatmend, komm wieder nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmend, der abwärts schauende Hund. Einatmend in den hohen Liegestütz fließen. Ausatmend, ein bisschen nach vorn ziehen und dich ablegen nach unten. Einatmen, Steißbein zurückrollen, Schultern zurückrollen, in die Kobra erheben. Ausatmen, in den abwärts schauenden Hund zurück. Und mit dem Einatmen den rechten Fuß nach vorn. Analog hier auch nochmal. Einatmen, Füße zueinander ziehen, die Kraft in das Becken ziehen, das Becken hochheben. Ausatmen, das Becken tiefer sinken lassen, die Füße auseinanderfließen lassen. Mal das im Rhythmus des Atmens weiter. In die Kraft gehen, das Becken heben im Einatmen, in die Entspannung nach unten eintauchen im Ausatmen. Gut, nach einem neuen Zyklus, heb mit dem Einatmen das Becken ein bisschen höher, falte die Matte etwas mehr zueinander. Dehn mit dem Ausatmen die Matte ein bisschen weiter, senk dein Becken tiefer, lass es hier einen Moment ankommen. Atme in die Dehnung nach unten. Und dann zieh die Innenseite des linken Oberschenkels hoch, sodass das Bein wieder lang wird und sich strecken kann. Spür Dehnungen in den Fasern der Oberschenkel. Und dann setz deinen rechten Fuß wieder einen großen Schritt zurück, such Bewegungen, die hier wohltun. In den Katzenbuckel einatmen, zum Pferderücken, in das Kind ausatmen. Einatmen, komm wieder hoch in den Katzenbuckel, den Pferderücken, ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen langsam ablegen, zieh die Ellenbogen nah an den Körper. Einatmen in die Kobra gleiten
oder den aufwärts schauenden Hund ausatmend in den abwärts schauenden Hund zurückstrecken. Und nochmal durchatmen und bewegen, sodass es dir gut tut, dass du dich verwöhnst. Dann heb dein rechtes Bein nach oben, schieb die rechte Ferse weit weg, streck die rechte Seite ganz lang und setz den rechten Fuß nach vorn. Dreh dein linkes Bein auswärts, sodass die Ferse nach innen zum Boden kommt. Und jetzt bring deine rechte Hand nach innen, nach links. Lehn dein Knie ein bisschen nach außen an, gegen so einen Luftpolster nach außen. Und wander währenddessen mit beiden Händen so ein paar Handbreit nach links. So, schau nochmal, dass dein rechtes Knie nicht mitten nach innen kommt, sondern immer noch über den Fuß hinaus nach vorn zeigt. Jetzt winkel dein vorderes, dein rechtes Knie an, schiebst über den Fuß nach vorn. Becken sinkt tiefer. Nimm mit kleinen Bewegungen, Dehnungen wahr im Leistenbereich und Oberschenkel-Innenseitenbereich links. Und wenn du da etwas mehr eintauchen möchtest, dann wander mit den Armen noch von dir weg, sodass dein Raum deines Herzens Richtung Erde schmelzen kann. Atme tief. Und gib dem Herz Weite. Und dann wander wieder zurück zur Mitte, also auch nach vorn, die rechte Hand wieder nach außen. Hinteren Fuß bitte aufstellen. Ein Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Und streck dich ganz lang aus. Dann drück die linke Hand nach unten, heb dein linkes Bein hoch, schieb die Ferse weit weg, streck dich lang durch und setz den linken Fuß nach vorn. Rechtes Bein drehst du auswärts, setzt die Ferse nach innen ab. Linkes Knie bleibt, wo es ist, lehnt vielleicht ein bisschen nach außen. Und beide Hände wandern jetzt nach rechts. Nimm dein Knie nicht mit nach innen, sondern lass es über dem Fuß orientiert. Wenn du jetzt dein linkes Knie anbeugst, kann das Becken eintauchen, kann die Innenseite der Leiste sich dehnen. Atme auch dahin. Und wenn du mehr magst, du kannst mit den Händen noch weiter weglaufen und mit deinem langen Oberkörper und einem weiten Herz Richtung Erde schmelzen. So, und dann lauf auch hier wieder zurück, auch nach vorn, die linke Hand wieder nach außen, hinteren Fuß aufstellen, Schritt zurück, abwärts schauender Hund. Und dann such dir schöne Bewegungen aus, die alle Bereiche deines Körpers mobilisieren und verwöhnen. Wenn du ein Vinyasa magst, dann einmal nach vorn in den Liegestütz, wenn nicht, bleib im Hund. Wenn du im Vinyasa bist, dann leg dich zur Erde ab, in die Rückenbeuge auftauchen. Und zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann komm bitte in den Vierfüßler nach unten. Wir gehen wieder in den Schulterbereich zurück, nach diesen Dehnungen, Mobilisierungen der Hüfte. Jetzt die Kraft im Schulterbereich. Leg die Unterarme bitte zur Erde ab und verschränk die Finger zu einer gemeinsamen Faust. Und dann bilden die Unterarme so eine Art Dreieck. Bitte dich dann die Füße aufzustellen und wir wechseln wieder mit dem Becken hoch in diese Variante des abwärts schauenden Hundes. Im Yoga nennen wir es dann den Delfin. Also schieb dein Becken nach hinten hoch. Also jetzt probiere so einerseits die Knie ein bisschen zu beugen, den Rücken zu verlängern und dich andererseits aus der Kraft der Schultern hochzuschieben, sodass du dein Becken hochschiebst, der Scheitel den Boden sogar verlassen kann. Streck dich hoch nach oben aus und dann senk die Fersen langsam wieder ein bisschen tiefer. Atme dich hoch. Und jetzt führ dein Kinn nach vorn Richtung Hände. Komm nach vorn, komm mit den Schultern nach vorn. Führ dein Brustbein nach vorn über die Faust. Noch einen Moment hier ein und schieb dich wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Atme aus. Einatmen nach vorn kommen, das Brustbein Richtung Faust. Ausatmen, zurückschieben. Abwärts schauender Hund.
Noch zweimal bitte einatmen nach vorn. Brustbein Richtung Faust. Ausatmen, zurückschieben. Abwärts schauen. Und letztes Mal einatmen. Komm nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück in den abwärts schauenden Hund. Und jetzt löst die Faust bitte auf, die Hände wieder flach zur Erde und Arme wieder ein Stück nach vorn. Jetzt für einen Moment mal rechten Arm wieder strecken, linken Arm strecken. Bis da oben im abwärts schauenden Hund. Mal tief durchatmen. Jetzt setzt die Füße ein bisschen breiter bitte, vielleicht die Matten breiter. Drückt die rechte Hand nochmal gut aufgefächert in den Boden. Und greift mit der linken Hand an die Außenseite des rechten Beines. Oberschenkel, Knie oder Unterschenkel, Außenseite. Dreh dich nach rechts ein, schau unter der Achsel zur Seite. Streck nochmal die rechte Seite hoch. Drück die Hand in den Boden. Spür die Kraft, die Drehung, die Atmung. Nimm sie mit. Und dann setz die linke Hand wieder nach vorn. Gut auffächern. Rechte Hand an die Außenseite des linken Beines, Oberschenkel, Knie oder Unterschenkel, Außenseite. Zieh dich in die Drehung nach links, unter der Achsel durchschauen. Linke Flanke nochmal hochschieben und atmen. Nochmal tief durchatmen. Und dann bring die rechte Hand wieder zurück. Streck dich hoch nach oben aus, wenn die Füße wieder so, dass die Beine parallel zueinander verlaufen. Und dann schau nach vorn Richtung Hände, lauf nach vorn. Entspann dich in eine weiche Vorbeuge nach unten. Und such dir nochmal so schöne Räkelbewegungen aus. Dann kommen die Hocken, Utkatasana. Heb die Arme nach oben hoch, streck dich lang aus. Dann bring die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander in dieser Hocke. Beginnen eine Drehung. Setz dafür bitte den linken Ellenbogen an den Raum zwischen den Knien auf. Zieh die Knie wieder paralleler zueinander, so linkes Knie ein Stück wieder zurück zum rechten. Schließ den Beckenboden. Zieh den Bauchnabel nach rechts hoch. Dann drück die rechte Hand von oben nach unten in die linke. Dreh dich nach rechts auf. Lehn die rechte Schulter zurück. Atme in die Drehung. Definier mit der Ausatmung die Mitte deines Körpers. Saug den Bauchnabel nach innen, schließ den Beckenboden. Mit der nächsten Einatmung bleib in dieser Drehung im Oberkörper. Aber streck die Arme parallel nach vorn, parallel zu den Flanken. Nochmal tief durchatmen. Einatmen, komm hoch in die Hocke Utkatasana. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten eintauchen. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge wieder verneigen. Dann in die Hocke nach oben kommen. Utkatasana, heb die Arme hoch. Sei stark in den Beinen, drück die Füße nach unten. Bring die Hände zum Herzen. Jetzt den rechten Ellenbogen zwischen die Knie aufsetzen. Beckenboden schließen, Bauchnabel nach links hochziehen. Linke Hand drückt von oben in die rechte, dreh dich nach links auf. Atme hier in diese Drehung. Entspann dein Herz. Mit dem Ausatmen definier die Mitte deines Körpers. Also Beckenboden schließen, Bauchnabel sanft einsaugen und nach links hochziehen. Mit dem nächsten Einatmen streck beide Arme parallel zu den Flanken nach vorn. Noch einmal tief durchatmen. Und mit dem Einatmen komm wieder hoch in die Hocke, Utkatasana. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge entspannen. Entspann die Schultern, entspann den Nacken. Einatmen, zieh dich nach vorn lang, die halbe Vorbeuge. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge eintauchen. Einatmen, komm über die Hocke wieder hoch. Breite jetzt die Arme über die Seite nach oben aus. Streck dich ganz hoch, hoch, hoch. Ausatmen, die Hände zum Herzen bringen. Dann bring die Arme zur Seite und komm hier im Stand an. Wir verbinden jetzt im Stehen mit einer Balancehaltung die Kraft im Körper für die Balance, die es dazu braucht, aber auch die Offenheit und Beweglichkeit im Hüftbereich. Wenn du nach unten schaust, Richtung Füße, dann stell die Füße so auf, dass die Beine parallel zueinander verlaufen.
Wenn du das hast, dann heb die Zehen einmal nach oben bitte. Erde die Auflageflächen deiner Füße, das heißt die Fersen, die Außenkanten und die Großzehenballen. Und dann entspannen die Zehen wieder, leg sie sanft wieder zurück. Verlagere ein bisschen mehr Gewicht auf den linken Fuß und stell dir vor, du schlägst da Wurzeln um den Fuß herum. Winkel dein rechtes Knie an, sodass die Ferse den Boden verlässt. Nochmal fokussieren. Such dir gegenüber auch einen Blickpunkt gerne aus, der dir Halt gibt. Jetzt zieh das rechte Knie zum Oberkörper, ohne es zu greifen. Einfach nur das Knie hochziehen. Linker Fuß drückt nach unten. Jetzt dreh deinen rechten Oberschenkel auswärts, bring das rechte Knie nach außen. Und heb jetzt den Innenknöchel des rechten Fußes nach vorn hoch. Ja, das ist eine sehr seltene Hüftstellung. Also abduziert, das Knie ist von der Mitte nach außen. Flektiert, die Hüfte ist gebeugt. Und auswärts rotiert, also Innenknöchel hebt hoch. Jetzt streck deinen rechten Fuß und probier die Fußsohle nach vorn hoch zu schrauben Richtung Himmel. Verweil hier, stabilisier alles nochmal aus der Mitte heraus, drück den Standfuß nach unten, es wird leichter am Oberkörper, richte dich auf, breite die Arme aus, atme dich hier in diese Haltung und jetzt verschraub den Oberkörper nach rechts, dreh dich nach rechts auf und komm hier an. Das ist eine Variation von Natarajasana. Von der Haltung des Tänzers. Mal tief atmen. Und dann dreh dich wieder zurück nach vorn, den Fuß wieder nach unten orientieren und zieh das Knie zum Oberkörper. Halte dich fest, schweb mit dem Brustkorb zwischen den kraftvollen Schultern hoch. Und jetzt Janodvajasana. Bring dafür, wenn ich dich bitten darf, Knie und Stirn für einen Moment näher zueinander. Und atme in den Rücken, spür dich hier und richte dich wieder auf und stell den Fuß zurück. Gut, such dir kleine Bewegungen aus, die dir gut tun. Zweite Runde, verwurzel den rechten Fuß gut an der Erde. Stell dir vor, du aktivierst hier Wurzeln um dich herum, die dir Halt geben. Dann winkel dein linkes Knie, löst die Ferse von der Erde. Und dann zieh langsam das Knie an den Brustkorb hoch. Jetzt führ dein linkes Knie nach links, nach außen. Heb dann den Innenknöchel des linken Fußes nach vorn hoch. Streck den Fuß lang und orientier die Fußsohle nach vorn hoch Richtung Himmel. Bleib in dieser verschränkten, verschraubten Form. Mal rechts nach unten drücken. Streck dich vom Becken aus mit den Flanken nach oben. Breite die Arme aus. Und jetzt dreh dich langsam nach links hoch. Und dann komm hier an, lass dich atmen. Zelebriere den Moment. Und komm wieder zurück nach vorn, erstmal zurückdrehen, dann den Fuß wieder nach unten orientieren, das Knie noch gewinkelt nach oben ziehen. Greif es, halte dich fest, schweb mit dem Brustkorb hoch. Und auch hier einen Moment, einmal verneigen, die Stirn und das Knie zueinander führen, in den Rücken atmen. Und dann komm wieder zurück nach oben, richte dich auf. Und stell den Fuß zurück. Ja, sucht ihr auch hier Bewegungen, die wohltuend sind. Kann auch mal alles ausschütteln. Und wir treffen uns wieder im vorderen Teil der Yogamatte.
Gehen zurück in die Bewegung, zurück in den abwärts schauenden Hund. Bitte dich dafür, für diesen Weg dorthin, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen, die Knie etwas anzubeugen, Richtung Knie einzutauchen mit den Händen, über vorn dich wieder nach oben zu heben, dich ganz lang auszustrecken, dann die Arme auszubreiten und dich zu verneigen vor dir selbst nach unten. Die halbe Vorbeuge nach vorn, streck die Flanken nach vorn, zieh den Brustkorb weit nach vorn weg, entspann dann in die ganze Vorbeuge wieder nach unten. Und jetzt setz den linken Fuß einen großen, großen Schritt zurück, nimm das Becken etwas tiefer, heb den Blick nach vorn an, dann für den rechten Fuß nach hinten zum abwärts schauenden Hund. Dann komm hier an mit Bewegungen, auch um das ein bisschen zu genießen, zu zelebrieren, diesen Asana. Also such dir Wohlfühlbewegungen aus. Und wenn die Bewegungen dann kleiner und kleiner werden, dann entsteht eine Form, eine ruhige Form, der abwärts schauende Hund, den du von innen nach außen aufgebaut hast. Komm da hier an. Und dann lass die Atmung durch den Körper fließen. Dann kommen den Vierfüßler nach unten. Such dir auch nochmal Wohlfühlbewegungen aus, die dir gut tun. Dann schieb dein Becken ein bisschen zurück, vielleicht einen kleinen Schritt einfach nur nach hinten mit dem Becken. Dann komm auf die Fingerkuppen und wander mit den Händen nach vorn. Schritt für Schritt, für Schritt für Schritt. Und dann kannst du deutlich spüren, dass der Brustkorb nach unten sinkt. Eventuell kannst du die Stirn am Boden ablegen, den Brustkorb zwischen den Schultern nach unten eintauchen. Dann komm für einen Moment hier an. Und bekomm ein Gespür für dich, für Bereiche, die sich dehnen und strecken. Auch für Strukturen, die sich entspannen dürfen. Und dann komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt. In den Vierfüßler, die Hände wieder flach orientieren und dann setz dich bitte einfach so, dass die Füße nach vorn kommen. Ich möchte mit dir in eine Vorbeuge jetzt eintauchen und wir praktizieren heute die Vorbeuge rund im Oberkörper, also nicht die moderne Form, nicht ein langer, gestreckter Rücken, in dem du versuchst, dich ganz lang nach vorn abzulegen, sondern eher, indem du dich rund nach vorn rollst. Es hat den Vorteil, dass wir dann die gesamte rückseitige Kette des Körpers harmonisch dehnen und nicht nur wie in langgestreckten Vorbeugen, nicht nur die Oberschenkelrückseite. So, zunächst kannst du gerne die Gesäßmuskulatur nach außen wegführen. Dann lass dein Becken schwer werden, stütz dich mit den Händen neben dem Becken auf, schieb die Fersen von dir weg und probier die Kniekehlen sanft nach unten zu drücken. Dann richte den Oberkörper auf, verlängere deine Flanken nach oben hoch. Jetzt führe das Kinn Richtung Brustbein und stell dir auf den Oberschenkel so einen großen Luftball vor, über den du dich jetzt drüber rollst, mit rundem Rücken nach vorn. Die Hände ein Stück nach vorn, an die Kniekehlen, an die Schienenbeine, an die Fußgelenke, an die Füße, da wo du gut hinkommst. Und dann komm hier an, nochmal das Kinn Richtung Brustbein senken. Und wenn du jetzt so Zugimpulse im Rücken spürst, dann ist das interessant, denn dann sind das so Stellen, in denen das Bindegewebe mit den Nervengeweben verwachsen oder verbacken ist und dass diese Zugimpulse so probieren, das Nervengewebe wieder ein bisschen zu spannen und zu befreien. Und das merkst du über kleine ziehende Strukturen im Rücken. Lass den Rücken atmen.
Und dann richte dich langsam wieder auf, roll dich zurück nach oben. Ein kleiner Ausgleich, der den Rücken entspannt und die Schultern nochmal zentriert. Stützt die Hände neben dem Becken auf, geht flach oder mit Fäusten. Den Rücken ein bisschen nach vorne runden. Und jetzt schieb dein Becken hoch, zieh dich hoch von der Erde mit dem Becken. Mal tief atmen. Stell dir vor, der Rücken kann sich mal aushängen lassen, ausgleiten lassen. Spür die Kraft, die es braucht. Aber auch den Rücken, der sich entspannen kann im unteren Teil. Und dann senk dein Becken bitte wieder zurück. Mobilisiere die Schultern und leg dich bitte auf dem Rücken ab. Und dann breite die Arme aus, ganz weit nach außen, kuschel die Schultern nach unten, stell die Füße gut vor dem Becken auf, versetz dein Becken eine halbe Breite nach rechts, leg es dort ab, lass die Knie nach links sinken. Jetzt rollt das Becken zurück in die Mitte. Mach es für dich angenehm im Feinjustieren. Versetz dann den Kopf ein Stück nach links und roll ihn auf die rechte Seite hinweg. Und dann sortiere alles so, dass du dich wohlfühlst, dass es angenehm ist, dass du verweilen möchtest. Wenn du soweit bist, dann schließ deine Augen. Und dann lade die Aufmerksamkeit deines Geistes wieder in den Körper ein. Nimm dich wahr, wie es dir geht. Lass auch deine Atmung in diesem inneren Zuhause deines Körpers ankommen. Langsam wieder zurück. Komm auch mit dem Becken wieder zurück zur Mitte. Dort eine halbe Breite nach links. Lass die Knie nach rechts gleiten. Versetz auch den Kopf ein Stück nach rechts und wende ihn dann auf die linke Seite. Justiere alles so fein nach, dass du dich wohlfühlst, dass du genau da bist, wo du sein möchtest. Und es dir gelingt, im Laufe der Zeit in die Entspannung zu fließen. Auch im Schulterbereich, aber auch im Rücken- und Rumpfbereich. Dann nimm deine Atmung mit nach innen. Und dann komm auch hier wieder zurück zur Mitte. Aber dem Becken wieder zurück. Dann greif dir noch einmal die Knie, zieh sie zu dir heran an den Oberkörper. Wenn du ausatmest, zieh die Knie ein bisschen näher heran. Und wenn du einatmest, dann schieb die Knie ein Stück nach vorn, sodass die Arme sich verlängern. Und mach das weiter für dich. In einem Modus, in dem die Atmung dich führt. Also nicht so, dass du dich bewegst und dazu atmest, sondern du atmest und bewegst dich zum Fluss der Atmung dazu.
Das kann die Atmung verfeinern und verlängern. Spür auch in die Wendepunkte, wenn die Einatmung sich zur Ausatmung wendet und die Ausatmung sich zur Einatmung wendet. Manchmal kann da so ein kleiner Moment einer Pause entstehen. Aus sich selbst heraus, ohne etwas anzuhalten oder zu stoppen. Es kann aus sich selbst entstehen, dieser kleine Moment dieser Pause. Lass die Atmung wieder frei und such dir deinen Weg hoch zum Sitzen aus. Und dafür einen Moment noch einen gemütlichen Sitz. Ja, wenn du ihn gefunden hast, dann schließ die Augen. Und lade die Sinne wieder zu dir nach innen ein, in dieses innere Zuhause. Das könntest du nach innen blicken, den Blick zum Becken bringen und das Becken ein bisschen tiefer nach unten kuscheln. Da kann die Erde dich umso besser tragen und halten. Und da wir die Hüftgelenke mobilisierten, sie ja, von Spannungen befreiten, können sie weicher werden in ihrer Qualität und lebendiger in der Beweglichkeit. Vielleicht ist das jetzt eine gute Möglichkeit, wirklich die Hüftgelenke zu entspannen. Und dann stell dir vor, dass durch die Gelenke hindurch dieses Gefühl der Entspannung in die Beine fließt. Und dann schickt er auch die Ausatmung symbolisch hin, nach unten in den Raum des Beckens, durch die Hüften, in die Beine. Alles kann sich setzen, kann mit der Ausatmung Spannung abgeben, kann sich erden. Und dann steht dieses Fundament deines Sitzes. Und dann kann die Einatmung nach oben fließen, dich aufrichten, den Brustkorb leicht machen, sodass er sich hebt, dass die Schultern gute Stütze von unten bekommen, sich ablegen können auf dem Brustkorb. Der Brustkorb weitet sich, fächert sich auf, hebt sich nach oben hoch und wird leicht, richtet dich auf im Einatmen. Und alles fließt im Ausatmen wieder zurück nach unten. Der Brustkorb fließt zurück in seinen Ursprungszustand. Die Ausatmung in das Becken, die Hüftgelenke, in die Beine. Und einatmen wieder nach oben. Den Brustkorb, der sich sanft auffächert und sich erhebt. Dich aufrichtet in all dieser Leichtigkeit und inneren Größe. Und die Ausatmung erinnert dich daran, wieder geerdet und entspannt nach unten anzukommen. Zelebriere die Atmung. Und kreiere dadurch im Lauf der Zeit ein Moment einer inneren Stille. Eines inneren Friedens. Und deine Atmung trägt deinen Geist dorthin. In diesen inneren Raum der Stille. Des Friedens.
Ein innerer Raum der Stille, der den Geist befriedet und beseelt und nährt. Eigenschaften, die dir helfen, um dann so langsam wieder den Weg nach außen zu gehen, in den Tag, in den Alltag, in die äußere Welt und doch mit einer neuen inneren Qualität, lebendig und gestärkt, beseelt, genährt. Und so spür wieder den eigenen Leib, deine Größe, den Boden, der dich trägt und den Raum, der dich umgibt. Bring die Hände hier in diesem Raum vor dem Herz zueinander, zu einer schönen Geste, die uns gemeinsam aus diesen Erfahrungen dieser Klasse verabschiedet. Wenn du das nächste Mal ausatmest, dann ein bisschen tiefer. Und wenn du einatmest, dann breite die Arme aus, bring sie über die Seite mit einem Bogen hoch über den Kopf. Ausatmen, die Hände zueinander, vor die Stirn, dann vor den Mund. Dann zurück vor dein Herz. Nochmal, einatmen, die Arme ausbreiten, mit einem großen Bogen über die Seite hoch. Ausatmen, die Hände wieder zurück vor dein Herz. Wenn du ankommst und das magst, dann genieß ein Verneigen vor dir selbst, für dich selbst, mit einem Danke für die Zeit, die du dir gönntest heute. Und dann, wenn du dich aufrichtest, dann öffne die Augen wieder. Danke dir für dein Interesse, für dein Vertrauen, für deine Zeit, die du mir schenktest. Wünsch dir einen beseelten, guten, kraftvollen und lebendigen Weg zurück in den Alltag und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal dann wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Gute und danke. Namaste.